Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe jetzt einmal ein ganz spontanes Video für euch, denn ich war gerade bei Action und habe mir so ein kleines bisschen Deko geholt und ich dachte, ich zeige euch einfach, was ich da eingepackt habe. Und wenn ihr Lust habt auf das Video, dann bleibt jetzt sehr gerne dran und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Irgendwie bin ich gerade so in Frühlingsstimmung. Also hier bei uns im Norden ist das Wetter einfach bombastisch. Ich habe jetzt heute Nachmittag frei und da habe ich ganz spontan entschieden, ich fahre mal zu Action und guck mal, was die da schönes Neues an Deko haben. Und ich bin auch tatsächlich fündig geworden und ich wollte euch das jetzt einmal nicht vorenthalten. Ich habe mir als erstes einmal etwas zu Ostern gekauft. Das knistert einmal, also Achtung. Und zwar ist das hier einmal ein kleines Osternest. Das besteht aus so Holzstreben. Wenn wir das so kann man das erkennen, genau. Also es ist aus ein bisschen Holz und dann haben wir da so ein bisschen, Ostergras drinne aus Holzspäne, ein paar kleine Ostereier und das ist dann für zwei Teelichter. Das fand ich ist ganz nett für Ostern. Ich habe nicht viel Osterdeko, da bin ich auch sehr ehrlich. Und das war es auch schon, was ich an Osterdeko gekauft habe. Dann habe ich noch so ein bisschen was Normales gekauft. Und zwar wollte ich gerne für unseren Esstisch, wir haben einen schönen großen Esstisch, länglich, ne? Und da habe ich mir dann einmal hier so eine etwas größere, runde Schale gekauft. Und in diese Schale, habe ich mir überlegt, möchte ich gerne entweder Potpourri reinmachen, das ich euch gleich zeige, oder Muscheln. Ich weiß noch nicht genau, ich muss mal schauen. Und dann möchte ich hier so kleine Sukkulenten reinsetzen. Die sind jetzt nicht echt, die sind künstlich, aber ich finde, die sehen jetzt nicht so sehr unecht aus. Davon habe ich mir drei Stück mitgenommen. Hier auch noch ein. Und die möchte ich dann gerne halt hier so in die Schale reinsetzen und halt irgendwas da drum herum geben. So, dann habe ich mir noch eine Glasschale, Vase geholt. Und in die möchte ich dann gerne Potpourri reinfüllen. Und zwar habe ich mir da auch zwei so schöne lila Farben geholt. Einmal so lila-weiß und einmal lila rosa und das fand ich ganz hübsch und dann gucke ich mal, ob ich da irgendwie vielleicht noch eine Kerze in die Mitte setze oder das einfach so als Deko lasse. Da muss ich spontan entscheiden. Aber wenn ihr möchtet, kann ich euch sehr gerne ein Foto davon machen und es gerne bei Instagram posten. Also ja, wenn ihr mir da noch nicht folgt, dann holt das sehr gerne nach und ich glaube, das mache ich. Das ist eine gute Idee. Dann habe ich mir hier so eine, die fand ich auch total hübsch. So eine Vase ist das halt mit so Steinchen unten drin. Und dann ist da so ein kleiner Farn drin hier so, ne? Dieses Fuschelgras. Und ja, das fand ich so auch ganz hübsch zum Hinstellen. Und da werde ich auch ein Plätzchen für finden. Und hier habe ich dann einmal diese Muscheln. Die sind mehr so bläulich-lila. Die gab es auch noch in so weiß-creme. Aber ich wollte das gerne mit so ein bisschen Farbe haben. Die sind dann in so einer kleinen Schale, also in einer kleinen Vase. Die kann man auch sehr gut benutzen. Vielleicht auch als kleine Blumenvase oder so. Einfach ein Blümchen reinstellen. Finde ich auch ganz nett. Fällt mir jetzt gerade mal so spontan ein. Aber die Muscheln möchte ich dann auf jeden Fall für eine meiner beiden neuen Schalen benutzen. Dann habe ich mir hier so ein kleines Notebook mitgenommen in der Größe A6. Dann habe ich meinem Sohn auch nochmal was geholt zu Ostern. Das habe ich so spontan mitgenommen. Und zwar ist das hier so ein kleines Gemälde, so ein kleines Wandbild, was man aufhängen kann. Und da hinten drinne sind dann halt so Farben, irgendwie so, ja, Fingermalfarben oder so, ein kleiner Pinsel. Und dann sind die halt hier alle so nummeriert. Könnt ihr, glaube ich, so sehen. Und dann hat halt jede Nummer seine Farbe. Das steht dann, glaube ich, hier mit irgendwie drauf auf den Kästchen. Und ja, fand ich eine ganz nette Idee. Das hat 99 Cent gekostet. Also das ist, denke ich mal, ein schöner Zeitvertreib. Und ja, da wird er sich bestimmt drüber freuen.
Und dann durfte noch etwas mit hier für meinen Schminkplatz. Und zwar drei solche Körbchen. Einmal ein etwas größer. Und dann habe ich mir hier noch so zwei kleine mitgenommen. Denn mir ist doch aufgefallen, wenn ich hier meine Schminkbox-Videos mache, dann fehlt mir halt immer irgendwie was, wo ich das reinpacke. Dass ich dann immer, ja, steht immer alles so lose bei mir auf dem Tisch. Und ich finde halt so eine Box ein bisschen schöner, wo ich das einfach sortierter dann reinstellen kann. Und die etwas größere habe ich mir für ein neues Projekt mitgenommen. Und ja, da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein, denn ich habe mir eine neue Video-Idee, oder jemand von euch hat mir eine Video-Idee genannt, und die möchte ich jetzt gerne demnächst euch abfilmen. Dafür brauchte ich halt eben diese Box, um das alles so ein bisschen zu sortieren. Und ja, ich hoffe sehr, mein kleiner Action-Haul hat euch gefallen. Ich habe auch noch bei der kleinen Schminkabteilung dort geschaut, aber da war jetzt nichts, was mir gefallen hat. Die haben irgendwie so eine neue Lidschattenpalette als so eine Ananas geformt, aber die war jetzt auch nichts Besonderes von innen. Also da war jetzt nichts irgendwie, was mich umgehauen hat, was ich mir hätte mitnehmen müssen. Von daher bin ich einfach bei Deko geblieben. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich riesig drüber freuen, wenn ihr das nachholt. Und wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert, dann werdet ihr auch immer erinnert, wenn ein neues Video online kommt. Ja, ein kleiner, kurzer, spontaner Dreh zwischendurch. Ich freue mich sehr, wenn wir uns mal beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch allen einen wunderschönen, sonnigen Tag. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.